Das Potenzial von unserem Makro-Asset-Management ist eigentlich bewiesen worden bereits am Markt. Die ersten Kunden, die Erwartungen der Kunden wurden zu 100% erfüllt. Für mich ist es wichtig, Technologien aus der Schweiz treiben zu können, aus dem Innovationshub der Schweiz. Makro-Asset-Management ist ein Juwel in diesem Innovationshub. Ich war ja viele Jahre auch in Amerika unterwegs auf der ganzen Welt. Und wenn Sie schauen, dass 80-90% der Informatik, Innovationen früher aus dem Silicon Valley kamen und wir heute eine Makro Asset Management haben, welche genau dieses Potenzial, Innovation, Schweizer Innovation, Arbeitsplätze treiben kann, das ist ein großer Treiber für mich und freut mich natürlich, dass ich diese Arbeit starten kann jetzt. Ganz klar, basierend auf den ersten Kundenerfolgen werde ich zusammen mit dem Management von Makro Asset Management die Firma internationalisieren. Unser Kernmarkt sind eigentlich alle breiten Verticals, aber Zielpublikum oder Zielkunden werden die Fortune 500 sein, weltweit, welche wir adressieren wollen. Wie tun wir das? Wir reduzieren Risiken für diese Firmen, indem wir Investitionen verlängern, also Legacy-Systeme. Und dort, denke ich, ist unser Beitrag, dass wir diese Produktverlängerung, also Investitionsverlängerung gut machen können, insofern auch den Unternehmen auch den Wert an der Börse erhalten können, Bestandeskundenschnittstellen verlängern können. Unser Wert vom Makro-Asset-Management ist einerseits die Protektion, die Verlängerung des Produktlebenszyklus und gleichzeitig auch natürlich auch die neue Welt, die zukünftigen Potenziale zu adressieren, das weltweit. Also ist ganz klar, das ist in der Telekommunikation, in den Cloud-Lösungen, dort sind wir einmalig. Die Entwicklung, welche wir mit der Universität Lugano gemacht haben, zusätzlich gibt uns einen ganz klaren USP weltweit. Telekommunikation ist branchenunabhängig, das heißt, wir können alle Verticals adressieren. Wir fokussieren uns aber am Anfang auf Life Science, Security-Themen, wo wir auch die Themen ITMSO, also die Plattformen unterstützen in der Informatik und ich denke, dort haben wir unseren Vorteil auch. Also die IPRs, die gehören zu 100% der Makro Asset Management. Diese Prozesse, die haben wir längstens abgeschlossen. Wir sind im Moment in der Roadmap von der Entwicklung an den APIs, also den Schnittstellen zu den Legacy-Systemen, den UM-System daran, dort sind wir auch schon recht weit gekommen. Basierend auf unseren Ansätzen der Self-Healing-Ansatz, was uns auch die USBs geben gegen vorne, sind wir jetzt daran, die Kundenschnittstelle zu automatisieren, gleichzeitig aber auch über die Maschine eine ohne Interaktion von Menschen diese zukünftigen Sachen, Fehler-Outages, automatisiert abzuwickeln. Erste Kundenprojekte geben uns recht in diesem Umfeld und ich bin gespannt auf die weiteren Feedbacks unserer Kunden zum Thema Self-Healing bei Makro Asset Management AG. Also ist der kein Spiel von David gegen Goliath, es ist ein Spiel auf der Technologie. Wir sind doch Technologie-Leader und wir unterstützen heute schon drei von den Big Five. Und das heißt, unsere Systeme, unsere Plattformen ergänzen eigentlich die heute bestehenden Plattformen. In diesem Sinne sind wir eben genau nicht disruptiv, sondern unterstützen, verlängern den Lebenszyklus der bestehenden Plattform. Und das gibt uns auch natürlich einen schnellen Eintritt in den Markt. Das hilft definitiv unserer kleinen Firma, noch kleinen Firma. Wir arbeiten daran, freue mich, dass man dann über die große Mam zukünftig sprechen kann. Also das sind ganz wichtige Themen. Das sind mehr volkswirtschaftliche Themen. Es ist ein Steckenpferd von mir, Innovationstreiber zu sein, in Innovationen zu investieren, diese aus der Schweiz zu internationalisieren. Ich persönlich glaube, dass wir heute im Management, in den Verwaltungsräten sehr stark gechallenged werden mit den Themen Disruptivitäten. Denken Sie daran, Applikationen werden heute aber ein Lifecycle von 1 bis 2 Jahren. Was bedeutet das für Firmen, die entsprechenden Key-Ressourcen zur Verfügung zu stellen und einen Produktlebenszyklus nur von 2 Jahren zu haben? Ich glaube, das sind die großen Treiber für uns. Technologisch natürlich den Innovationshub Schweiz weiter in die weite Welt zu treiben. Darauf freue ich mich. Herr Lögler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Danke.